Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück im LS22 in Riebach. Ja, und ich habe euch in der letzten Folge versprochen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir Pappeln ernten. Ja, Pustekuchen, es ist erst August, ne? Ihr seht, gerade frisch 8 Uhr, ich bin aufgestanden und wir quatschen, während wir arbeiten. Wo ist denn der Gabelstapler? Moment. Na, Pilgrim, alles Roger hier? Freundchen? Ja, du bist der Gute, ne? So, wo ist jetzt der Gabelstapler? Vielleicht suchen wir den kurzerhand mit unserem Pickup hier. Können wir mal eine Runde rumcruisen. Ich vermute ja, der steht irgendwo... Bäckerei? Oder... in deiner Mühle. Wir fahren mal kurz zur Bäckerei. Ich will mir mal zumindest einen kleinen Eindruck verschaffen, wie es da so aussieht. Ja, warum sehen wir uns jetzt doch nicht erst zum Pappeln ernten? Ganz einfach, weil ich keine Zeit hatte, weiterzuspielen. Ja, ich bin eigentlich schon einen Tag im Delay, aber ich habe auch ein bisschen die Feiertage, so wie ich es angekündigt habe, ein bisschen einfach ruhigen gemacht und gar nichts weiter getan. Und, wie sieht's aus hier? Läuft die überhaupt? Produktionsverwalten. 2 Mehl werden zu Brot verarbeitet. Da steht einlagern. Lass uns das mal auslagern. Müsste dann hier eigentlich gleich aufploppen. Aha, 2 Paletten. Okay. Könnte sein, dass hier auch 4 Paletten spawnen. Das wäre natürlich hilfreich. Brot sieht echt sexy aus. Echt lecker, lecker, lecker. Das eine ist vielleicht ein bisschen dunkel, aber es ist okay. Ja, genau. Ich habe... Hier ist kein Gabelstapler. Können wir weiterlaufen. Ist auch immer geil, dass die Fußgänger hier stehen bleiben. Weil der Anhänger hier parkt. Ja, tut mir leid, Freundchen. Nee, genau. Ich habe keine Zeit gehabt. Mir bewusst keine Zeit genommen zum Spielen. Zumindest nicht LS22. Ich habe ein bisschen mal ab und an vormittags früh, meine Lebensgefährtin noch geschlafen hat, habe ich so andere Sachen gespielt. Einfach mal so ein bisschen was für mich gemacht nochmal. Und entspannt und habe mir gesagt, nee, du hast gerade einfach keine Lust. Und habe das dann jetzt bewusst, gestern hatte ich keine Zeit, bewusst gesagt, okay, passt jetzt einfach so. Und jetzt ziehen wir hier aber einfach deswegen dann heute nochmal ein bisschen durch und machen so die Steps, die ich eigentlich so nebenbei gemacht hätte, die ich dann so früh spiele. Aber wie gesagt, das ist halt bei mir so, ich spiele dann früh ganz gerne einfach mal. Ah, hier ist er, genau. Aber ich brauche halt trotzdem, ne, dieses Gefühl, wirklich richtig Bock drauf zu haben. Ja. Und wenn ich das nicht 100% habe, dann ist es auch mal okay, wenn ich was anders mache, und dann ist es halt jetzt einfach so, ne? Genau. Aber noch ein paar Projekte irgendwie. Gestern waren wir noch im Ikea, weil ich irgendwie im Kinderzimmer, was heißt irgendwie, ich bin im Kinderzimmer tatsächlich nochmal kleine Umbaumaßnahmen, ne? Es wird ein Hochbett geben, weil, ja, Tochter da einfach einen Schreibtisch braucht und da brauchen wir ein bisschen mehr Platz noch. Und da wird jetzt nochmal rumgewerkelt irgendwie die Tage. Und hier ist halt einfach auch noch wahnsinnig viel Programm, ne? Ihr werdet das gleich sehen. Aber die beiden Felder sind ja nun mehr oder minder vorbereitet. Ich glaube, die habe ich jetzt beide gemulcht. Ich habe es echt schon wieder vergessen, wisst ihr das? Das ist echt, wenn man hier mal 2 Tage nicht eingeloggt ist, ist wirklich der Wahnsinn. Abgeerntet. Auf was stehen die? Wurde gemulcht. Es sieht so aus, als ob das hier tatsächlich nicht gemulcht wurde, oder? Kann das sein? Müssen wir hier mit dem Trecker noch drüber? Dann werden wir das mal machen. Also ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich vermute mal, wenn das andere Feld besser aussieht, dann wird es einfach so sein. Wir werden es ja sehen an der Struktur. Ich hätte gedacht, ich hätte beide gemulcht, aber okay. So, dann nehmen wir uns einfach ihn hier, schnappen uns den Mulcher. Und dann sehen wir das gleich. Noch ein Gewicht vorne dran. Ne, und dann wird es jetzt einfach nochmal ein bisschen chillig zwischendurch. Also wir werden jetzt hier, vermutlich werde ich nicht mehr viele Steps jetzt machen, die ich einfach nebenbei spiele. Zumindest jetzt nicht die nächste Zeit, weil ich ein bisschen tatsächlich in der Zeit haushalten muss. Ich habe jetzt noch irgendwie eine Weiterbildung angefangen. Und sehe gerade echt irgendwie alle freien Minuten irgendwie davon schwimmen demnächst. Aber das ist, genau, deswegen können wir ja einfach hier ganz gechillt, und hier ist ja genug zu tun, ne? Können wir einfach den ganzen Prozess nochmal mitverfolgen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt mit der Walze runtergehe? Sieht die Struktur jetzt anders aus?
Muss gewalzt werden. Und ich hätte gedacht, wir sind hier drüber gegangen. Ich mache mir jetzt keinen Kopf drum, das ist mir jetzt gerade egal. Ich glaube, wir klappen das kurzerhand zusammen. Wir haben so viele andere Sachen zu tun. Hier ist lediglich Unkraut nicht behandelt, aber ansonsten sieht die Struktur, glaube ich, gut aus. Es ist nicht auf abgeerntet und nichts. Deswegen werden wir jetzt hier einfach kurzerhand. Wer fällt einen nach oben, werden die Walze wieder reinstellen. Den Mulcher. Ich glaube, ich habe das gemulcht. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Es ist halt schon wieder bei mir tatsächlich eine Woche her und das habe ich gerade nicht nochmal geprüft. Hoppala. Und ich meine, wenn es jetzt nicht so sein sollte, dann ist es auch okay. Mein Plan war ja eh, ich werde jetzt auf beide Felder einfach Raps draufschmeißen. Ne, das wird jetzt die unkomplizierteste Lösung. Und der müsste, glaube ich, schon... Genau, den können wir ansehen auf beiden Feldern. Das werden wir jetzt auch machen. Und da werden wir aber nicht großartig jetzt mit Gärresten vorfahren, sondern werden das jetzt einfach mal so, wie es ist, hier durchziehen. Drüber walzen und dann ist die Geschichte nämlich auch erledigt. So, was wir aber brauchen. Raps. Wäre noch mal ein bisschen Saatgut, oder? Und da bin ich mir gerade unsicher, ob das hier vorne steht. Hier drüben lag ja noch ein bisschen was rum, ne? Ja, das wollte ich ganz gerne noch mal aufräumen. Und dazu werden wir uns mal unseren Kollegen hier schnappen. Und werden mit dem da gleich mal loslegen. Das erste wäre aber am sinnvollsten, wenn wir sagen, nee, nicht Diesel. Und wir hier mal die Silageballen rausholen, genau. So, sehr schön. Dann füttern wir mal schnell die BGA. Ja, und dann hoffe ich, hattet ihr ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Es ist ja jetzt nur alles schon ein paar Tage her. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen die Ruhe genießen, wenn ihr welche habt, jetzt zwischen den Feiertagen, zwischen den Feiertagen ist ja richtig, ne? Silvester kommt ja jetzt noch. Wir werden tatsächlich nicht so viel machen, weil wir ja durch den Hund, der jetzt seit, ja, über 2 Monaten schon, nee, Moment mal, nicht seit über 2 Monaten, dann knapp 2 Monaten bei uns wohnt. Ja, wir werden zu Hause bleiben, werden da ein bisschen gechillt machen, werden Besuch kriegen und einfach mal gucken, wie das so für unsere neue Mitbewohnerin ist. Es ist glücklicherweise nicht zu laut hier, zumindest ist das die Erfahrung aus dem letzten Jahr. Da gibt es echt schlimmere Ecken, zumal auch die Dämmung ganz gut ist. Ne? Wir haben nebenan eine Schule. Da hört man auch immer den Hurt oder wenn die draußen sind, sozusagen zur Hofpause. Das ist immer echt ganz schön krass, wie viel Lärm da ist. Und da gehe ich davon aus, dass das hier relativ entspannt wird und für sie nicht zu krass. Dennoch möchte ich es natürlich auch erstmal beobachten. Genau, und von daher wird es da für uns auch relativ entspannt. Schippe vorne dran. Ja, genau. Also, wir sind jetzt Folge 96. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir noch die 100 Folgen machen wir irgendwie noch voll und es wird wohl sehr wahrscheinlich, wenn ich mir so angucke, dass wir jetzt hier alles so nebenbei mitnehmen. Na, werden die Hofwirtschaft einfach gemeinsam erfahren und ja, wird sich jetzt, denke ich, noch mal ein klein wenig ziehen hier zum Schluss. Und, aber wir werden die Pappeln ernten, das ist gut. Wir werden die Pappeln aber nur einmal ernten, sehr wahrscheinlich. Ich werde das, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal ansehen. Ihr habt natürlich recht, die, die es geschrieben haben. Pappeln sind mehrjährig, ne? Und da jetzt nochmal dran rumzudoktern, es ist jetzt einfach mal ein Versuch gewesen, so wie ich es gemacht habe. Aber ich werde jetzt eben nicht großartig dann nochmal anfangen, das nochmal komplett neu irgendwie und so. Nee, das werden wir uns einfach sparen. Muss mal kurz hier gucken. Abdeckung öffnen. Muss ich dazu die Sämaschine ausklappen? Ich glaube, ne?
jetzt kommen wir. Welche Öffnung ist das? Ist das die Saatgutöffnung? Komme ich da hoch? Ja. Sind beide offen? Genau, dann kommen wir hier schön ran. Und können den Kollegen mal vollballern. Okay, das hat, glaube ich, gerade gar nichts gezogen. Das ging alles daneben. Ja. Das ist weird. Normalerweise sollte das eigentlich klappen, ne? Warum auch immer er jetzt hier gerade so ein bisschen Probleme damit hat. Wir probieren es noch einmal. Ich gehe davon aus, dass es auch daneben läuft. Aber irgendwie... Ist es jetzt durchgelaufen, oder? Jetzt ist es, glaube ich, im Gerät. Jetzt ist Saatgut drin. Genau, 83%. Ich glaube, das passt auch erstmal so. Ah, ich glaube, wartet mal. Nee, lass ihn mal ausgeklappt. Ich muss hier erstmal zurückfahren. Ah, bleibt halt hier so huckelig. Vielleicht mache ich den Rest dann auch einfach weg. Ich glaube, das werden wir alles nicht mehr brauchen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich es zwischenlager. Ich werde jetzt nicht anfangen, nochmal großartig irgendwie ein zusätzliches Silo zu stellen für Saatgut. Das halte ich tatsächlich gerade für übertrieben. Zumal wir ja in der Agrarproduktion die Möglichkeit haben, da das Saatgut zu produzieren. Und das ja auch eigentlich machen, ne? So. Wir können eigentlich gemütlich mal bis vorne schon mal losdüsen. Und vielleicht ein bisschen selber Vorgewände fahren, weil es entspannt ist. Eigentlich eine ganz nette Geschichte, ne? Ja, doch, ich glaube. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen Lust, hier mit dem Gerät hier einmal drüber zu donnern. Ne, wie gesagt, wir haben jetzt nicht vorgedüngt. Machen wir jetzt alles quasi mit dem Mineraldünger, den wir jetzt hier haben. Und damit ist es auch okay für mich. Und da werden wir jetzt die beiden Felder jetzt hier mal noch schnell durchbearbeiten. War es schon eine schöne Kiste, ne? Wenn das Feld schön groß, schön gemütlich, schön Meter. Ich glaube, der Raps, das wird gut was bringen. Den können wir ja auch... Hatte ich, ich glaube, Rapsöl, ne? Ich habe das genau. Können wir dann einfach auch wieder in die Mühle kippen nächstes Jahr, wenn wir es überhaupt noch so weit schaffen. Ich vermute mal, wir werden jetzt hier ansehen, das ist eigentlich nur noch Prestige. Und ob wir das noch abernten, das wird echt nochmal eine spannende Kiste. Wir werden mal sehen. Ich lasse mich selbst überraschen. Ja, so sieht ganz gut aus. Ja, wenn wir mal so gucken, der hier hat 27,4 Stunden. Ich glaube, wir können gleich mal, wenn wir ein bisschen auf einer geraden Spur sind, mal ein paar Statistiken noch wälzen. Das fände ich nochmal spannend. So. Ah, genau, die Runde drehen wir noch rum.
Ah, ich merke schon, es wird sich nicht ganz ausgehen hier, ne? War, glaube ich, nochmal eine neue Spur ziehen. Hin in die Ecke haben wir ein bisschen was vergessen, aber ist egal. Genau, und da können wir nämlich mal ganz kurz reinschielen. Also wir haben jetzt unter, wo ist denn das? Ich glaube hier, unter den Fahrzeugen, da sehen wir das ganz gut. 35 Stunden, 8 und, ne, Massey Ferguson, 68,5 Stunden, das ist natürlich schon echt krass. Aber hier mit dem Ausrufezeichen ist natürlich auch krass, ne, was der Mert irgendwie total im Keller ist, das ist schon richtig verrückt. Hier sieht man tatsächlich auch Miete, ne, auch interessant. Alter, 106 Monate, das ist natürlich spannend. Wie lange haben wir denn den MF? Haben wir erst 96 Monate? Ach so, weil die anderen waren alles Gebrauchtfahrzeuge, oder? Aber daran erkennt man ganz gut, wie viele Jahre wir hier schon spielen. Denn den Massey Ferguson, den haben wir uns in der ersten Folge geholt, wenn ich mich recht erinnere. Und damit spielen wir aber noch keine 10 Jahre. Das ist verrückt, wenn ich ehrlich drüber nachdenke. Ich bedenke, in Sri Lanka haben wir, glaube ich, die 10 Jahre schon voll, ne? So, passt mal auf, wir wenden mal hier. Ich will hier mal von hier dann in die Spur gehen. Ah, kriegt er das hin? So, wir müssen noch mal kurz ansetzen. So. Naja, also da ist es dann echt die Frage, was ist sinnvoller beim Spielen? Macht man, so wie wir es in Sri Lanka haben, einfach so Sachen, wo dann eben mal ein paar Monate einfach nichts ist und dafür kommt man halt wesentlich schneller vorwärts. Ich halte das tatsächlich manchmal für sinnvoller. Also ich glaube, ich hab jetzt ganz viele Projekte einfach so gespielt, wie ihr sie jetzt hier kennt in Rehbach, ne? Das heißt, wir haben einen sehr, sehr ausgewogenen Hof gehabt mit sehr, sehr viel Abwechslung. Aber ich muss sagen, ich genieße es auch, einfach mal so ein Projekt durchzuziehen jetzt mal mit einer bestimmten Sorte. Also das finde ich, ist gerade eine echt spannende und erfrischende Erfahrung. Und ich glaube auch, dass wir das nächste Jahr so in der Form durchziehen werden. Ja. Dass ich mit meinen ganzen Projekten, mit der ganzen Tierwirtschaft und dem ganzen Drum und Dran, glaube ich, erstmal ein bisschen die Nase voll habe und dann lieber noch ein bisschen Spezialisierung fahren werde. Das war ja in Silver Run Forest eigentlich auch ganz geil, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Frust und damit war es auch gut. Wobei wir da ja auch festgestellt haben, dass alles andere auch irgendwie keinen Sinn macht, ne? Ja, aber es fühlt sich viel stressbefreiter, wenn ich wüsste, okay, das Feld ist fertig und ich habe danach erstmal nichts weiter zu tun. Ich glaube, das wird mich sehr, sehr entspannen, wenn das dann irgendwann mal weg ist. Da geht natürlich jetzt ein bisschen mehr Dünger drauf, ist klar. Genau, wir lassen ihn mal hier über den normalen Standardhelfer laufen. Mal gucken, was er hinkriegt. Den Rest können wir ja dann irgendwie noch zusammenmalen. Wird durch ein Objekt. Ich bin das Objekt. Dankeschön, dass du mich so bezifferst. Okay. Wir sind, ja, glaube ich, wenn die beiden Felder da irgendwie laufen, ganz gut im Rennen. Das können wir, glaube ich, so ganz getrost durchziehen. Und dann können wir mal gucken, wie sieht es denn hier bei den Schäfchen aus. Also, die haben noch Wasser. Die haben auch noch Nahrung. Da muss jetzt nicht so sehr viel passieren. Ich muss auch keine Paletten rüberschieben, das passt. Können wir uns also einfach so schenken. Wir müssen drüben das Feld fertig machen, das ist klar. Guck mal hier, wie sonst was. Ich habe hier das Schneidwerk eingeparkt und danach habe ich hier nichts mehr gemacht. Deswegen sieht ja auch so weird aus. So, wir könnten mal immer einfach den Traktor mit. Genau, Silage haben wir aufgetankt. Wir könnten mal vorne gucken. Auf dem Hof, wie es da aussieht. Ich glaube, wir wollten eigentlich den Gabelstapler mit vornehmen und wollten hier mal die Eierpaletten aufladen. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Aber
Hühner füttern könnte man hier auch mit dem Gerät. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Genau, gehen wir einfach ein bisschen Gerste raus hier für die Hühner, dann sind die nämlich gleich versorgt. Sehr schön. Und dann switchen wir einfach mal so hier durch, da ist er schon. Wie sieht es hier aus? 12.000 Liter. Wie sieht es hier aus? Was haben wir hier gerade an? Ja, Gülle, Mist. Aber da ist auch genug Kapazität da. Da könnte man aber einmal rüberfahren. Das würde schon klappen. Wenn wir das einmal diesen Monat machen. Wir werden mal hier versuchen, das ein bisschen anders anzusetzen. Ich werde mal hier noch ein bisschen weiter nach außen gehen. So hier, genau. Und kriegen wir das hier noch irgendwie daneben? Oh, sieht ganz gut aus, oder? Genau, könnten wir eigentlich hier gleich so festschneiden, den ganzen Krempel. Ja, auch, und damit passt das schon. Dann lassen wir einfach mal das so stehen und die anderen Paletten können wir dann später aufladen. Da müssen wir jetzt nicht viel machen. Wir können mal rüber zum Käse fahren. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie es da aussieht. Dann erledigen wir das auch gleich noch mit. Würde noch gehen, aber können wir getrost, glaube ich, mal so mit angehen. Genau, also hier auch nochmal ran. Und dann machen wir das einfach nach einem ähnlichen Schema und gucken mal, ob wir die hier drauf kriegen. Den Gabelstapler immer mehr. Ja, man ist auch immer sozusagen, dass man nochmal was Neues probiert und immer ein bisschen anders fährt. Aber so fällt halt nicht viel runter, ne? Weil wir sie alle vier gut auf der Gabel haben. Eigentlich ist das eine ganz, oh, ganz coole Geschichte so. Ah, komm. Ist halt nur durch diese dusseligen Bordsteinkanten hier echt anstrengend, das Zeug zu laden. Ja, genau, ihr merkt es schon, ne? Das ist... Na, fliegen mir gleich oben die Paletten runter. Ja, okay. Schön ist anders.
Ich gebe es zu, aber es liegt auch daran, dass es natürlich hier oben echt auf der einen Seite ein bisschen eng ist. Ich glaube, ich werde die mal hier festschnallen, sonst passiert hier uns noch eine große Katastrophe. Und dann lassen wir die jetzt halt einfach so auf 7:30 hier drauf stehen und die anderen kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Bis Oktober wird jetzt ja, denke ich, nicht mehr so sehr viel kommen. Hoffen wir mal, dass das entspannt wird. So, und dann können wir uns mal den zweiten Anhänger schnappen. Der steht, ich weiß, wo der steht. Und können mal schauen, ganz kurz, einer Hand hier bei ihm. Aber der kriegt das ganz gut hin, ne? Der hat da oben ein paar Ecken freigelassen, aber das finde ich ist okay. Hier unten sieht es relativ sauber aus, von daher passt das schon. Genau, dann zoomen wir uns mal unseren kleinen Grün. Genau, der grüne Dreutz, da ist er. Und mit dem können wir uns jetzt mal den anderen Anhänger schnappen, beziehungsweise wir können erstmal Gülle machen. Gülle in die BGA. So, ich habe währenddessen mal meinen Kaffee hier geleert. Ja, 87%, das passt super. Ja, und dann sieht es eigentlich, was die Finanzen angeht, auch gar nicht so sehr schlecht aus. Ne? 315.000 haben wir jetzt noch als Kredit offen. Also das wird ein Witz, das abzubezahlen. Das schaffen wir wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, denke ich, spätestens wenn dann irgendwie die Pappeln noch fertig sind und das verkauft werden muss. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da überhaupt keine Probleme haben werden. Ja, die ganzen Stoffe dann, die Eier, der Käse, also da ist ja noch so viel, was verkauft werden will, plus die BGA, die nebenbei hier durchläuft jeden Monat. Und dadurch, dass wir halt nichts mehr brauchen, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Also ich wüsste jetzt gar nicht, selbst wenn ich hier was spannend fände, ich wüsste nicht, was ich hiervon kaufen würde. Mal hier nebenbei gerade meine Brille putzen, bin gerade irgendwie um mich dran gekommen. Sehe nichts mehr. So, jetzt. Okay, das hätten wir. Dann gleich mal voll tanken. Aber er fährt echt gut, ne? Also es ist hier oben eine kleine Ecke und hier dieser Fitzel. Aber der Rest sieht... Naja, okay, hier ist auch noch ein Streifen offen. Aber das ist alles vertretbar. Ne, für einen Standard-Giants-Helfer und ich hätte ja auch den Kurs einfach laden können, das wäre schon gegangen. Habe ich mir jetzt echt gar keinen Stress gemacht, ist das schon echt okay. So, wo ist der andere Anhänger? Den brauchen wir. Gucken, ob ich den jetzt hier ohne... Ne, kriege ich wahrscheinlich nicht so wie der da hängt, kriege ich den dann nicht angehaftet. Den müssen wir mal ganz kurz nachhelfen. Genau, bloß mal die Deichsel ein Stück vorziehen. So ist es besser. So, und dann nehmen wir den nämlich jetzt einfach als Misttransporter und damit haben wir es richtig, richtig gut. Da müssen wir nicht immer durchwechseln. Mehr ist es nicht. 16.600 Liter. So,
So, einmal raus den ganzen Krempel. Und wenn wir einmal hier sind, werden wir gleich mal, ich sehe das nämlich hier gerade im in der Anzeige, mal gleich mal noch ein bisschen reparieren. Das können wir, glaube ich, ganz getrost mit beiden Fahrzeugen mal machen. Eigentlich alles, ne? Sowohl das Gewicht, als auch den Anhänger, als auch den... Naja, gut, der Trecker ist halbwegs ganz, ne? So. Genau, ist noch alles dran. Sieht super aus. Perfekt. Okay. Und, stellen wir das einfach hier kurzerhand ab, hä? Da machen wir jetzt gar nicht so viel Stress. Naja, da kann hier kurz parken, genau. Sehr schön. Dann wäre jetzt noch Thema Milch. Oh, Helfer D hat die Arbeit beendet. Thema Milch können wir ja auch aber einfach mal schnell schauen, wie es aussieht bei den Kühen. Die haben jetzt 8000 Liter Milch. Die könnte man noch schnell holen, ne? Machen wir. Und dann machen wir das erste Feld fertig und dann gehen wir aufs zweite Feld rüber. Kühe müssen noch gefüttert werden, Schafe haben, Hühner sind auch versorgt. Und daher sieht es eigentlich relativ entspannt aus. Wasser müssen wir uns nicht kümmern, Produktionsgebäude, glaube ich, wüsste ich jetzt auch nicht, was da gemacht werden müsste. Sehr schön. Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir tatsächlich schon wieder eine halbe Stunde rum. Also es ist, ne, das hätte ich jetzt alles wahrscheinlich nebenbei gespielt und so haben wir einfach noch eine kleine Folge mitproduziert. Ist ja auch ganz gut. Und genau, dann können wir jetzt einmal rüber switchen. Bei dem Kollegen mal einmal noch einsteigen. Boah, Dünger sieht langsam mau aus, ne? Also da müsste ich nochmal schauen. Ja, aber ich denke, habe ich Mineraldünger? Ich weiß es gar nicht. Produziere ich den irgendwo? Bin mir gerade echt unsicher. Wie gesagt, die letzten Zipfel hier, die machen wir noch einmal fertig. Und da können wir währenddessen mal ganz kurz noch mal schauen. Produktionsgebäude. Okay, also wir hätten... Nee, Agrarchemieherstellung. Er stellt Mineraldünger her, ne? Doch, haben wir, guck mal. 150.000? Okay, also da habe ich mehr als genügend. Warum auch immer da so viel Dünger drin ist. Da
bloß hier mal vom Feld runterfahren, dann kann man da drüben einmal rein. Und dann müssten wir das auf der anderen Seite kriegen. Ja, sowohl Saatgut als auch der fragt mich halt nicht, ne? Das ist wiederum ein bisschen doof. Und wir kommen nicht besser ran, wenn wir hier nicht. Ist er aber hier eigentlich drin, oder? Mineraldünger. Ja, theoretisch ist welcher da. Ach nee, er hat, glaube ich, den Dünger auch aufgefüllt, oder? Kann das sein? Bin ich gerade verwirrt. Okay, aber es sollte reichen. 75% reichen. Ich glaube, da machen wir uns jetzt keinen Kopf mehr drum. Und dann wäre das bei dem Feld. Könnte man ja mal schauen. Das ist Feld Nummer 5. Okay, da habe ich tatsächlich noch nie ein Feld noch nie einen Kurs angelegt. Naja, dann machen wir es auch ganz kurz. Kurz und bündig. Wobei, ich kann ja schnell einen Kurs anlegen. Das ist ja ruckzuck erledigt. Ne? Ich brauche ja den hier bloß kurz löschen. Und dann machen wir hier einfach mal auf die Schnelle einen Job. Genau. Perfekt. So, dann fährst du hier einfach mal an Vorgewände. Kannst du rund machen. Das sieht schick aus. Genau, auf den 12 Metern. Und dann generier mal deinen Kram. Und dann kannst du ja loslegen. Genau. Und dann muss ich jetzt hier nicht großartig erst rumdoktern. Und dann lasse ich ihn hier einfach starten. So, ich kann mir währenddessen natürlich jetzt noch den anderen Traktor schnappen, die Walze, und dann geht es drüben aufs erste Feld, was wir angesiedelt haben. Und dort werden wir dann logischerweise noch walzen. Was braucht denn die Walze eigentlich? Das würde mich gerade mal interessieren. Die braucht nur 60 PS, wisst ihr? Das könnte man eigentlich schnell mit dem Bührer machen. Der steht nämlich hier oben eh rum. Ich glaube, dafür ist er gut geeignet, oder? Wenn wir uns das mal so angucken. Es sieht eigentlich nach einer schicken Kombination aus. Wie ich das Walzen liebe. Walzen ist tatsächlich wirklich eine meiner Lieblingsaufgaben. Sieht auch so schnieke aus mit dem Bührer, ja. Also dafür ist er auch echt gut geeignet, ne? Um einfach mal noch einen Job zu finden, wo wir den getrost nutzen können. Wie viel hatte die Walze? Lass uns noch mal gucken. Ich muss wenigstens mal. Hat der einen Kurs drin? Dann schmeiß mal den mal raus. Ich will mal hier. Genau, einen Job erstellen. Das können wir eigentlich auch so machen. 8,2 Meter. Da kann er eigentlich zwei fahren. Können wir aber auch rund machen. Nee, da ist was faul. Guckt euch mal den Kurs an. Der ist irgendwie ein bisschen. Irgendwas hat er hier nicht so richtig verstanden. Vielleicht doch bloß weich. Und das Logfile könnte weitere Informationen. Also hier ist gerade irgendwas, was echt faul. Okay. Starte auf Vorgewende scharf. Hoch runter. Okay, vielleicht fahre ich doch kurzerhand. Moment mal, gibt vielleicht einen Kurs schon irgendwie auf dem Feld? Das ist das Feld 6.
L6. Dann könnte man aber auch den Kurs vom Mulcher nehmen. Das müsste gut klappen. Mit 9 Metern ist das ja ähnlich. Guck mal, wir starten sogar auf derselben Spur. Und dann machen wir einfach hier jetzt los. Ah, es ist minimal. Passt's nicht, ne? Ich glaube, in den geraden Spuren sieht's besser aus. Weil der halt bloß 8 Meter hat, ne? Da fehlt eigentlich ein halber Meter. Ich lasse den trotzdem mal so durchfahren. Können wir uns ja mal angucken, wie das aussieht. Und ja, würde aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.